Horst, der ist ja eh heftig umkämpft. Offiziell ist er vor knapp einem Jahr geräumt worden, um die Demonstranten zu schützen. Brandschutz und so, natürlich. Heute aber kommt raus, hinter dem größten Polizeieinsatz in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen könnte ein dicker Skandal stecken. Hat die Landesregierung für RWE aktiv nach Gründen gesucht, den Wald räumen zu können? Und zwar egal wie und warum, Hauptsache räumen? Das sagen zumindest zwei Gutachten. Millionenhohe Kosten, tausende Überstunden für tausende Polizisten. Wofür das alles? Es ging jedenfalls nicht um Brandschutz. Dieses von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten legt nahe, der Wald sollte um jeden Preis geräumt werden. RWE war mit einem entsprechenden Antrag bei den kommunalen Ordnungsbehörden gescheitert. Dann schaltete sich die Landesregierung ein und ließ durch eine Anwaltskanzlei prüfen, wie man eine Räumung des Hambacher Forsts doch noch durchsetzen könne. Für die Klimaaktivisten keine Überraschung. Allen Beteiligten war doch von vornherein klar, dass es bei der Räumung darum ging, dass RWE den Hambi roden kann. So, und jetzt haben wir es endlich auch schwarz und weiß in diesem Gutachten. Der Brandschutz war von vornherein konstruiert, von vornherein herbeigeredet. Und ich finde, Herr Reul sollte endlich dazu stehen und die Wahrheit endlich sagen. Reul hatte bei der Begründung des Polizeieinsatzes immer ganz anders argumentiert. Dabei auch auf den Tod eines Aktivisten hingewiesen, der von einer Baumhausbrücke gestürzt war. Das hat ja mit der Baumrodung gar nichts zu tun. Da werfen die Leute ja auch alles durcheinander, bedauerlicherweise. Wir kümmern uns ja jetzt um die Frage, dass Gefahr im Verzug ist, dass da, wie wir erlebt haben, lebensgefährliche Situationen sind. Und der Staat hat dafür zu sorgen, dass diese gefährlichen Situationen beseitigt werden. Nur darum geht's. Klimaaktivist Daniel Hufinger hat die Veröffentlichung des Gutachtens mit einer Klage erzwungen. Darin wird deutlich, die Landesregierung ließ alle möglichen Optionen für einen großen Polizeieinsatz prüfen. Erste Überlegung, der Wald müsse geräumt werden, um Straftaten zu verhüten. Die Gutachter wenden ein, das gehe nur, wenn es sich bei den Besetzern um kriminelle, gefährliche Milieus handele. Zweifelhaft. Zweite Überlegung, der Wald müsse geräumt werden, um ein Aufenthaltsverbot durchzusetzen. Die Gutachter entgegnen, dabei handele es sich nur um eine Ordnungswidrigkeit. Der Einsatz der Landespolizei sei aber auf Eil- und Notfälle beschränkt. Und so prüfte man ein halbes Dutzend Optionen, bis die Gutachter im Bauordnungsrecht die Lösung fanden. Ich finde das aus so einem Rechtsstaatsgefühl heraus hochproblematisch, wenn eine Landesregierung nach einem rechtlichen, einem juristischen Argument sucht, nach Rechtsgründen sucht, um auf Antrag eines großen Unternehmens dann tätig werden zu können. Ich halte das für sehr problematisch. Ich finde, dass Politik sich damit auch unglaubwürdig macht. Das Bauministerium wollte sich heute nicht dazu äußern. Innenminister Reul will bis morgen Vormittag Stellung zu dem Gutachten nehmen. Und die Grünen wollen im Landtag eine große Anfrage stellen, die die Landesregierung binnen 3 Monaten beantworten muss. Auf die Antworten.